Wow, das ist wirklich etwas Besonderes. Ich werde dir die Wahrheit zeigen, die im Nebel liegt. Du wirst der attraktivste Prinz des Königreichs werden. Ich wusste es. Die Lehrerin hat sich geirrt. Jetzt bist du dran. Das ist für mich. Raus hier. Und was erwartet mich? Sag es mir. Ich verstehe. Du wirst eine sehr beliebte Meerjungfrau werden. Auf keinen Fall. Ich sehe, dass es dein Schicksal ist, dass ein Prinz auftauchen wird, nachdem alle verrückt sind. Und ihr werdet ein Paar werden. Das ist erstaunlich. Ich bin diejenige, die seine Braut sein soll. Und ich habe auch ein Vermögen für dich. Erzähl mir alles, was du weißt. Du wirst zu einer bösen Zauberin namens Ursula. Wow, ich bin so schön. Nun, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Ich stimme dem Prinzen zu. Du verstehst es einfach nicht. Schon wieder diese Hooligans. Wie kannst du dich über mich lustig machen? Ich bin keine Verliererin, ich bin Carly. Wie hübsch ich bin. Oh, hallo du. Wie geht es dir? Oh, hallo Eric. Hallo mein Schatz. Wie naiv von mir. Vielleicht haben sie recht und ich bin wirklich ein Verlierer. Ich habe dich so sehr vermisst. Lass uns was essen gehen. Und mich bittet auch niemand um ein Date. Oh. Ich habe genug davon. Ich kann es nicht mehr ertragen. Aha, das ist die Müllnixe. Carly, geht es dir gut? Ja, aber sag ihm, er soll aufhören. Aha, das ist urkomisch. Carly ist eine Abfallfabrik. Eric, komm schon wirklich, du tust ihr weh. Lasst mich in Ruhe, ihr beiden. Liebling, warte mal. Carly, kann ich reinkommen? Carly, kannst du mich hören? Geh einfach weg, ich will nichts. Mach auf, ich muss mit dir reden. Du kannst nicht alles für dich behalten. Okay, ich glaube, ich weiß, was dir hilft. Hier, das ist für dich. Was ist das? Sieht aus wie ein Handbuch. Wow, genau das brauche ich. Danke, Ariel. Wäre es okay für dich, wenn ich dir helfe? Hm. In Ordnung. Wir werden es erstklassig machen. Dann lass uns loslegen. Mein Mädchen, von jetzt an darf niemand mehr deine Tränen sehen. Sieh dich selbst an. Lass mich deine Tränen wegwischen. Sie verschmieren deine Wimperntusche. Geschafft. Sieh dich an, du bist wunderschön. Ja, aber das bist du, nicht ich. Oh nein. Ich werde nicht hübsch sein. Wir brauchen etwas Handfesteres als Taschentücher. Ja, das können wir gebrauchen. Schau es dir an. Das sind magische Muscheln, vertrau mir und alles wird gut. Ist es nicht schon besser? Ich stimme zu. Toll, dann lass uns zum nächsten Schritt übergehen. Ein Stylist ist jemand, der uns gefehlt hat. Das ist eine tolle Idee. Hallo, wir brauchen dringend etwas Ästhetik. Komm. Danke. Oh, du warst zu schnell. Zeig mir den Patienten. Sie ist hier. Du hast dich gerade noch rechtzeitig gemeldet. Es gibt fast keine Chance, sie zu retten. Ich bin mir nicht sicher, ob sie repariert werden kann. Okay, los geht's. Also, wer hat dir das angetan? Okay, los geht's. Sag mal, ist es wirklich so schlimm? Ich habe schon Schlimmeres gesehen, aber du bist in den Händen eines Profis. Weißt du, was das ist? Nein. Puh. Und was ist das? Oh, sind das nicht zu viele Blasen? Das sind nicht meine. Ich wollte nur etwas Druck von dir nehmen. Wie cool. Und jetzt lass uns zur Prozedur kommen. Hey, geht's ihr gut? Keine Sorge, ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Oh, was passiert mit mir? Hey, Carly, geht es dir gut? Was ist los mit ihr? Ich habe keine Ahnung. Mach's gut. Wohin gehst du? Und was machen wir? Ariel, lauf los. Das werde ich dir nie verzeihen. Ich glaube, ich stecke in Schwierigkeiten. Mach sofort die Tür auf. Oder ich trete sie ein. Ich bin total gefangen. Was soll ich nur tun? Ich werde dich kriegen, Ariel. Oh nein, das ist das Ende, denkt Ariel. Du wirst nicht von mir wegkommen. Ah, ich habe Angst. Und es wird noch viel gruseliger. Es gibt keinen anderen Ausweg. So, das war's. Jetzt fehlt nur noch das Geschirr. Hm. Oh nein, was ist das für ein Geräusch? Wie eklig.
woher kommst du? Du wirst nicht glauben, dass der Karpfen mindestens 20 Kilo wiegt. Oh, hallo Carpi. Meine Jubiläumstrophäe fürs Angeln. Das nennst du einen guten Fang. Was? Wie hast du das gemacht? Na gut, du kannst es haben. Hast du das gesehen? Vielen Dank. Er bringt nichts als Trophäen nach Hause. Jetzt kommen wir zu den Süßigkeiten. Oh nein. So schlimm ist es nicht. Ariel, ich habe dich. Weißt du, was ich mit dir machen werde? Sei still. Die Lehrerin spricht gerade. Das Thema der Stunde ist Fang den Prinzen und ich bin der oberste Jäger im Königreich. Vielleicht habe ich noch eine Chance. Sei selbstbewusster. Komm schon. Wenn du mein Buch nimmst, kannst du nichts falsch machen. Ein Bestseller. Hol dir den Bestseller von Miss Huntress. Ich habe ihn. Und wir bekommen einen Prinzen. Wow. Wovon redet sie? Ariel, bleib konzentriert, sonst verpasst du alles. Schreib es auf. Jeder hat diese verführerische Kraft, die Prinzen verrückt macht. Nimm ihn gefangen. Kapitel 10. Oh, das ist genau das, was ich brauche. Und kann ich ein Buch haben? Nach dem Unterricht. Und jetzt? Schatz, hast du das Buch schon verkauft? Was? Noch nicht. Geh zurück zum Container. Es ist ein verrückter Typ. Er hat dich Schatz genannt. Toll. Du bekommst eine 1 im Semester. Du junge Dame auch. Dann ziehen wir endlich in einen Zweiermüllcontainer. Ich glaube, sie ist eine Scharlatanin. Wie Ariel. Lass uns die Bücher holen. Aber ich habe nur... Es reicht. Kann ich noch ein Buch haben? Natürlich, Schatz. Komm zurück. Das ist eine Sackgasse. Das war's. Jetzt habe ich dich in der Hand. Was soll ich tun? Oh, mein Geldbeutel. Meine Rettung. Sie muss da sein. Komm schon, irgendwas. Endlich. Wow, es ist Jirachi. Hab ich dich. Was ist mit Snorlax los? Er sieht schlimmer aus als vorher. Du willst also auch den Tod? Oh, also, Ariel, das ist für dich. Wünsch dir was. Haha, eine Sekunde. Ich wünsche dir, dass Carly wieder eine Meerjungfrau wird. Also, was ist dein Wunsch? Aha, ich hab's. Eine magische Verwandlung. Was ist hier los? Oh, ich bin wieder ich. Oh, was ist mit meinen Haaren passiert? Ist das nicht cool? Nö. Okay, dann noch ein Wunsch. Ich wünschte, Carly hätte eine attraktive Frisur. Was ist das für ein Wunsch? Magie ist hier machtlos. Vielleicht versuchst du es mit einem Friseur. Wie wär's mit einer Muschel? Was? Oh nein, die sind nicht lecker. Was für eine Frechheit. Eine Idee. Wie wäre es mit einem Snickers-Riegel? Und alles für Snickers. Ein nettes Haar drum. Es lässt sich nicht einmal kämmen. Oh, mein Haar. Juhu, ich bin wieder schön. Nur eine Sekunde. Aber ich bin es trotzdem nicht. Na klar, ich denke, wir schaffen das. Denk nicht, dass wir die Gebühr vergessen haben. Komm schon, Schatz, ich bin nett. Dann mach aus Carly eine Supernixe. Ist das möglich? Oh, ich fühle etwas. Wow. Wow, das ist unglaublich. Vielen Dank. Tschüss. Du rockst es. Ich mag es auch. Du wirst jetzt die Hübscheste in unserer Schule sein. Wow. Ich werde eine Königin sein. Nicht mit dieser Maniküre. Lass uns aufräumen. Das kannst du nicht machen. Du kaust gerne an deinen Nägeln? Ich werde es nicht mehr tun, ich verspreche es. Sie werden es für dich tun. Ein bisschen Wasser und los. Ariel, was machst du da? Warum? Nur noch eine Minute, dann ist es fertig. Hast du den Verstand verloren? Du tust mir weh. Es ist Zeit, sie auszuziehen. Wow, du hattest recht. Es ist noch nicht vorbei. Lass uns malen. Lass das, ich bin keine Mauer. Okay, dann lass uns einfach malen. Rot ist perfekt für dich. Danke, Ariel. Es sieht toll aus. Ich bin so glücklich. Wow, das ist es. Das wird ein Tor. Hurra. Leute, ich glaube, ich bin verliebt. Das ist Ariel. Du bist kein Gegner für sie, Kumpel. Hau ab. Die ist heiß. Ich weiß.
Sollen wir sie einladen? Wer braucht schon Mädchen? Wir sind das perfekte Paar. Ist sie nicht hinreißend? Schalt es aus. Es ist unmöglich. Jiggly, Jiggly, Jigglypuff. Das ist eine Prinzessin für dich. Oh, oh, oh. Wir können auch gleich Mutter-Tochter spielen. Das ist Liebe. Das ist so lieb von dir, Eric. Du hättest dich mal sehen sollen. Du hast Mime fast geküsst. Lass mich in Ruhe. Du verstehst gar nichts. Komm schon. Wow. Leute, seht euch das an. Das ist eine echte Königin. Ich kenne sie. Ich muss euch zusammenbringen. Folgt mir. Nicht trödeln. Wir sind da. Entspann dich. Es wird großartig werden. Hast du die Blumen? Ich hab's. Ich habe auch die Einladung zum Abschlussball bekommen. Dann mach es doch. Ich kann nicht. Komm schon. Du bist so ein Baby. Komm zurück. Nimm dich zusammen. Du musst sie für dich gewinnen. Oh mein Gott. Was ist das? Kannst du es sehen? Wir müssen jetzt gehen. Oh. Bitte fall nicht hin. Wach auf. Oh, hallo Ariel. Komm hierher. Ist das für mich? Es ist mein, aber er ist krank geworden. Sagst du es, Carly? Okay. Hallo du. Hallo. Okay, ich hab's. Verschwinde von hier. Sieh mal, was dir der Verehrer geschenkt hat. Ist es wirklich für mich? Das ist so süß. Eine Einladung zum Ball. Das ist mein Traum. Aber ich bin schüchtern. Atme tief ein und geh. Okay, jetzt bin ich ruhiger. Mach dir keine Sorgen. Atme einfach durch und glaube an dich. Ich hab's. Nein, 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 ich kann nicht. Was soll ich tun? Das war's. Keine Zeit mehr. Steh auf, du schaffst es. Hallo. Oh nein, was für ein Streber. Puh. Freundin, du kannst es schaffen. Nimm die Sache selbst in die Hand. Geh nach Hause, die Szene gehört dir nicht. Ich gebe dir einen echten Tsunami. Du wirst dich an meinen Namen erinnern. Puh. Atme einfach durch und glaube an dich. Ursula, ein cooles Outfit. Wow, so unerwartet. Ja, du bist so cool. Du bist die Beste. Woohoo! Vielen Dank. Nun, ja, sie hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt die Königin der Schule. Ist das wirklich wahr? Danke, du bist die Beste. Ursula! Ursula! Ich danke dir. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Du bist meine beste Freundin. Und was jetzt? Juhu, unsere Königin. Vielen Dank. Ich freue mich so für dich. Ich glaube, das gehört jetzt nicht hierher. Hurra! Wer ist das? Kann ich ein Foto mit dir machen? Und wir können auch Selfies machen. Das ist meiner. Folgt mir alle. Lasst uns eine Party feiern. Gutes Mädchen. Ich will auch beliebt sein. Oh nein, wer weint denn da drüben? Wie kann ich dir helfen? Ich bin nicht beliebt. Folge mir und ich werde versuchen zu helfen. Wir werden auf jeden Fall mit dem Make-up anfangen. Das kitzelt. Oh nein, keine Panik. Nur mit einer Pinzette geht es nicht. Sorry. Hey, warte. Wir werden darauf zurückkommen, wenn es nötig ist. Autsch, das tut weh. Das ist eklig. Vielleicht verrät dir die Muschel, welcher Schwanz dir besser steht. Und was meint ihr? Welcher Look passt besser zu Charmy? Schreibe deine Version in die Kommentare. Ich finde, alles passt zu ihr. Mit wem redest du da? Ich will gar nichts. Charmy, das ist deine Chance. Das wird nichts bringen. Ich gehe nach Hause. Reißt dich zusammen. Kopf hoch, Charmy. Wir werden dich zur berühmtesten Meerjungfrau machen. Ich mache eine echte Flosse aus dem Rücklicht. Hast du es? Ja, Sir. Ich meine, Ma'am. Ich schreibe das alles auf. Keine Tränen. Keiner wird sie unter Wasser sehen. Du bist in einer Elite-Einheit der Marine. Wirf sie weg. Action. Ja, dann lass uns mal loslegen. Lass uns dir zuerst mal die Haare schneiden. Das ist nicht nötig. Du magst Feuer, nicht wahr? Ha, musst du das überhaupt fragen? Was? Ich dachte, wir beide wären unter Wasser. Und hier ist mein Kamm. Es ist Zeit, diese Zöpfe zu entwirren.
Bist du sicher, dass du nicht versuchst, mich zu fressen? Gib ihn zurück. Was für ein Kamm. Was für eine seltsame Gabel. Du hast das ganz falsch verstanden. Es ist für dein Haar. Nun, ich nehme dich beim Wort. Obwohl es einfacher ist, damit zu essen. Okay, ich kämme mein Haar, wenn sie nicht selbst dabei ist. La la la. Bellissimo, lass dich nicht ablenken. Essen erst nach dem Haare machen. Was ist los mit dir? Isst du ernsthaft vom Kamm? Du kannst es doch nicht mit den Händen essen, oder? Also gib es zurück. Sie ist unverbesserlich. Ah, was ist das? Ein Nudelmonster? Ist das deins? Sieh dir das mal an. Ariel, lass das. Oh nein, mein Trainerschnurrbart. Okay, lass uns hier verschwinden. Rette mich bitte. Er hat mich hier eingesperrt. Bitte öffne die Kapsel. Wie kommst du da rein? Ich werde sehen, was ich tun kann. Schieb den Hebel runter. Los. Puh, danke, Charmy. Du bist die Beste. Oh nein, pass auf. Oh, jetzt habe ich dich erwischt. Ich hab's kapiert. Na hallo. Was machst du da? Okay, ich glaube, ich sehe doppelt. Oh. Was? Immer noch? Hör auf, mir nachzueifern. Ich probiere gerade einen neuen Look an. Und er ist nicht sehr bequem. Wir haben es geschafft. Wir haben den Zauberstein. Probier ihn aus. Wow, ein echter Schwanz. Danke. Bist du glücklich? Bin ich. Wow, ich will auch einen. Bitte. Wow, es hat geklappt. Ich habe einen Schwanz. Großartig. Ich glaube, meine Abonnenten werden es wirklich mögen. Wie schrecklich. Und ein Fischfilter. Das ist Aquaman. Das ist nicht fair. Warum hat sie den ganzen Ruhm bekommen? Das ist nicht richtig. Was machst du da? Ich bin diejenige, die von Aquaman gemacht werden sollte, nicht du. Ich werde alles löschen. Oh, du schickst Flammen? Gut, du bist ein heißer Feger. Hör auf. Du musst dich offensichtlich abkühlen. Evie, wie geht's dir? Wenn ich das nur gewusst hätte, dann wäre ich bei Eggman geblieben. Jetzt lass uns das aufräumen. Darf ich mal sehen? Toll. Und die Lippen sind bereit. Ich will das Gleiche. Wow, du stellst einen Rekord auf. Was denkst du? Weißt du, irgendetwas fehlt. Aber was? Oh, ich weiß es. Glitzer. Wie schön, das gefällt mir. Ariel, das freut mich sehr. Aber das mit den Haaren haben wir noch nicht herausgefunden. Warte doch mal. Hallo, ich höre zu. Ich brauche deine Hilfe. Kein Wort mehr. Zeig es mir. Charmy braucht eine neue Frisur. Ja, ich glaube, ich kann etwas damit anfangen. Wie wäre es mit dem hier? Bist du sicher, dass das besser wäre? Tut mir leid, ich bin so konzentriert. Ich glaube, das wird schon klappen. Kein Zweifel. Wow. Danke, Mädels. Das ist toll. Charmy, du bist nicht wiederzuerkennen. Hey, was ist mit der Bezahlung? Was? Ah, ja, danke. Was? Wir sind doch nicht in der Steinzeit. Wo ist das Geld? Wie materialistisch du bist. So ist es schon besser. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, du. Charmy, gefällt es dir? Ja. Oh, ich weiß. Ups, ich habe mich ein bisschen verrechnet. Und das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Eine Perlenkette. Ich bin sicher, dass Charmy darin toll aussehen würde. Sieh an, sieh an, sieh an. Ariel. Oh nein. Chum-Food-Magie. Schatz, das ist für dich. Lass es uns anprobieren. Wow, wie schön. Danke. Schön, dass es dir gefällt. Was? Ich glaube, jemand ruft mich an. Hallo. Ich lade alle Meerjungfrauen des Königreichs zu einer Party ein. Großartig. Was für ein hübscher Mann. Hallo. Hallo auch an dich, meine Hübsche. Was für ein Mann. Ich bin Feuer und Flamme. Ah, still, Charmy. Du verbrennst hier noch alles. Es ist Zeit, dich abzukühlen. Oh, Entschuldigung. Dieses Outfit ist nicht gut. Was meinst du? Das ist es. Es ist besser. Das ist eine Verhöhnung der Mode. Endlich. Ich dachte, ich würde es nie benutzen. Superstylistin. Das verdanke ich nur ihr. Bitte sehr, das ist ein Allheilmittel gegen Geschmacklosigkeit. Stylistin, ich wähle dich. Sieh an, sieh an, sieh an. Oh nein, bin ich in einer Mülldeponie? Hallo, Mioth. Wie furchtbar. Wo hast du diese Outfits gefunden?
Sieht aus, als stünde mir hier eine echte Herausforderung bevor. Nein, das scheint eine echte Müllhalde zu sein. Sieh an, sieh an, sieh an. Ich glaube, es wird dabei etwas herauskommen. Was haltet ihr davon, Fische? Probiert es aus. Wow, ich mag es. Dieses Outfit steht dir sehr gut. Ich leuchte wie ein Stern. Danke, Mioth. Gern geschehen. Jetzt ist alles super. Da haben sie sich also versteckt. Jetzt wirst du nicht mehr entkommen. Das ist mein größter Schatz. Und hier ist mein Schatz. Was ist das? Ah! Ich verstehe es nicht. Oh, ich habe das Schild nicht gesehen. So ein Mist. Wenigstens wurde der Stein nicht beschädigt. Aber ich schätze, du wirst nicht so viel Glück haben. Oh nein! Hast du Angst? Was sollen wir tun? Ach du! Jetzt bin ich dran. Oh, oh! Nein! Haha, erwischt! Jetzt bist du Dr. Eggman. Ah! Er ist nicht schlecht mit einem Schwanz. Das ist alles nur wegen dir. Wie bekomme ich meine Beine zurück? Du bist erledigt. Ah! Habe ich das falsch verstanden? Jemand ist in Gefahr. Es ist Zeit für Super Snorlax. Wer lacht jetzt? Hey, verschwinde von hier oder du wirst es bereuen, dass du überhaupt gekommen bist. Hast du mich gehört? Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Du Schwächling. Wo kommt er denn her? Gib mir meinen Stein. Versuch es. Was ist mit ihm los? Meine Beine. Was ist das für ein Zauber? Wow. Ich glaube, ich gehe jetzt. Mach's gut. Juhu. Danke, Snorlax. Gern geschehen. Ich bin super, Snorlax. Du bist unser Held. Ach, kommt schon, ihr Mädels. Ihr bringt mich zum Erröten. Mein Bäuchlein. Ich werde es auffüllen. Er ist so süß. Jemand ruft uns an. Ihr Mädels habt doch meine Party nicht vergessen, oder? Ich warte immer noch darauf, dass ihr kommt. Die Kutsche ist da. Los geht's. Hallo, wo ist der Parkplatz? Wie gefällt dir meine Party? Einfach großartig, Admiral. Wir sind da. Hey, wir sind da. Einen Moment, Ariel. Was? Oh, was für eine Dose Fisch. Geh aus dem Weg, oder es wird dir leid tun. Ich glaube, es ist ein Streik. Warum? Wow. Mama, was ist los mit dir? Oh nein. Lügner, wie kannst du es wagen? Mädels, komm zurück. Was ist das Problem? Und was jetzt? Na gut, Charmy, vergiss es. Keine Sorge, meine Liebe, sie haben dich nicht verdient. Was ist mit mir? Ariel! Hm? Lass mich raus. Ein weiteres Exponat. Ross wird mich gut bezahlen. Hey, bist du an seltenen Pokémon interessiert? Zeig mir zuerst das Geld. Jetzt geht's los. Kann ich es haben? Fang es. So einen Pokéball hast du noch nicht gesehen. Der neue Gegenstand ist eine echte Meerjungfrau. Wow, die Pokémon sind begeistert von ihrem neuen Kollegen. Ariel sieht wirklich bezaubernd aus. Wie kann man eine Meeresprinzessin nicht adoptieren? Aber nur eine Person wird sie bekommen und das wäre... Junger Mann am Ende der Halle, komm auf die Bühne. Macht Platz für den Sieger. Es sieht so aus, als hätte Ross heute Abend einen tollen Fang gemacht. Peter findet, dass die Jury nicht fair ist. Ross verdient es nur, getreten zu werden. Ash, wie hast du es geschafft, rechtzeitig hier zu sein, um die Papiere zu unterschreiben? Du würdest Peter doch nicht einen neuen Freund verweigern, oder? Es sieht so aus, als hätte die Jury nichts von Ross' Ruf gewusst. Der Deal ist geplatzt. Du solltest keine Pokémon mehr kreuzen. Ariel ist jetzt Teil des Teams. Eure Hoheit, das ist euer neues Zuhause. Fühl dich wie ein Fisch im Wasser. Pichu kann es kaum erwarten, mit ihrem neuen Freund zu spielen. Warte einen Moment. Das ist Ashs Sammlung. Wie viele Pokémon sind es? Endlich kann Ariel es sich von außen ansehen. Oh nein, ich glaube, das ist der Pokéball von Pichu. Ariel hätte ihn nicht aufheben sollen. Es sieht so aus, als hätte Pichu nicht vorgehabt, Verstecken zu spielen. Sie ist sehr unglücklich über diese Wendung. Und was macht Ash?
Ich glaube, er ist süchtig. Und dem Bild nach zu urteilen, ist er nicht der Einzige. Mit dem neuen Gast kamen auch Umstrukturierungen. Es scheint, als könnten wir Sushi jetzt vergessen. Wie sollen wir jetzt leben? Ariel denkt auch an die Annehmlichkeiten. Den Fischen scheint das Aquarium sehr zu gefallen. Vielleicht kann Ash es so einrichten, dass sie auch unter Wasser ist. Ja, unter Wasser? Ash, du hast das ganz falsch verstanden. Wie konntest du nur an so etwas denken? Okay. Ich werde es wieder gut machen. Wie respektlos gegenüber der Prinzessin. Überraschung, jetzt habe ich dich. Er scheint nie über seinen Verlust hinwegzukommen. Was für ein Schurke. Aber Ariel wird nicht zu ihm zurückkehren. Dann wird sich Ross mit einem anderen Souvenir begnügen. Ash, Hilfe! Der Trainer hat es mit dem maritimen Thema ein bisschen übertrieben. Die arme Ariel hat es versucht, aber sie konnte Pikachu nicht vor Ross retten. Ich hoffe, sie wird wieder gesund. Wer weiß, warum Ross das kleine Pikachu haben will. Ich denke, es ist an der Zeit, Verstärkung zu rufen. Pikachu, ich wähle dich. Und was ist überhaupt passiert, um sie vom Ketchup-Essen abzulenken? Wir müssen ihr alles erzählen. Pikachu, Pikachu, warum sind alle so traurig? Es wird schwer sein, ihr zu sagen, dass sie vermisst wird. Die Sicherungen von Pikachu sind durchgebrannt. Es ist wieder Ross. Hey, wo ist denn das alles hin? Den Fernseher kaputt zu machen, um ihn zu reparieren, ist keine gute Idee, Snorlax. Du solltest etwas tun, worin du gut bist. Wer hat dieses Mal Pech? Erdbeere, Snorlax liebt sie. Hat der Fernseher funktioniert? Sieht aus, als ob jemand in ernsten Schwierigkeiten steckt. Wenn du weiterhin Krapfen essen willst, musst du mitmachen. Aber das wird den Fernseher nicht zum Laufen bringen. Pikachu ist eine erstklassige Elektrikerin. Sie schafft es im Handumdrehen. Schau, es funktioniert. Ich glaube, Pika hat gefunden, was sie brauchte. Da sind Ross und Pikachu auf Kameraaufnahmen. Was für ein Schlingel. Ross sollte besser nicht von Pikachu gesehen werden. Sieh mal, er will uns nur verarschen. Da ist das Bild schon wieder. Jetzt, wo Pikachu weiß, wo sie hingeht, kann man sie nicht mehr aufhalten. Pikachu, beruhige dich. Du musst dich beruhigen. Snorlax ist ein Ideengeber. Ich glaube, dieser Fall ist wie geschaffen für Detective Beedrill. Pikachu hat seinen Glauben an den Erfolg erneuert. Hast du vergessen, wie man kaut? Pikachu, du solltest dich beeilen. Rapidash kümmert sich in Ross Abwesenheit um sein Labor. Schau, was ich habe. Ross' Knie werden Pikachus hinterhältige Schläge nicht vergessen. Aber es scheint, dass Pikachu das fehlende Element in ihrem hinterhältigen Plan war. Pikachu gibt niemals auf. Mal sehen, wie du dich nach dem Experiment schlägst. Er will die Wissenschaft nutzen, um das Pikachu in ein böses Pikachu zu verwandeln. Nichts scheint die zwei Schurken aufhalten zu können. Das Gute gehen durch das Böse zu ersetzen. Ross ist so aufgeregt. Endlich hat er mal Erfolg bei etwas. Alle Generatoren und Stromkreise scheinen auf Hochtouren zu laufen. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Es klappt. Das ist unglaublich. Sieht so aus, als wären wir nur eine Stunde von der Umwandlung entfernt. Kann Ross wirklich damit durchkommen? Lasst uns zurück zu Ashs Wohnung gehen. Pikachu juckt es. Sie sind genauso bestürzt über Pikachus Verschwinden. Ash versucht, ihr Thema zu beruhigen. Hier wird mit Sicherheit der Akku ausgehen. Ariel hofft, dass sie wenigstens etwas Hilfe von den Fischen bekommt. Vielleicht wissen sie, wo Ross untergetaucht ist. Vielleicht stecken sie mit Ross unter einer Decke. Gibt es überhaupt keine Hoffnung mehr? Pikachu weiß nicht, was sie mit sich anfangen soll. Ariel versucht, sie mit einer sanften Brise zu beruhigen. Was? Wo kommen all diese Bienen her? Detective Beedrill hat ihre Nachricht gelesen. Aber wo ist der Autor? Ja, in der Tat. Die Detektivin kommt gerade noch rechtzeitig. Jeder hat ihr etwas zu sagen. Aber am wichtigsten ist, dass sie nach einem vermissten Pokémon suchen. Na also, Beedrill übernimmt den Fall. Zuerst müssen wir den Tatort durchsuchen. Der einzige Hinweis ist bisher der fehlende Pikachu-Hut. Vor Beedrills Augen gibt es nichts zu verbergen. Ketchup, das ist die zweite Spur. Jemand hat auf der Couch gegessen. Wow, das ist ja Honig. Der Vorstoß ist abgeschlossen. Beedrill liebt Honig. Die Beweise sind zerstört. Aber es ist nicht der Bösewicht. Wir müssen den Tatort abriegeln, falls es noch mehr leckere Beweise gibt. Das Team will wissen, ob sie etwas herausfinden konnte. Der Detektiv scheint die Spur bereits aufgenommen zu haben. Das sind ziemlich verdächtige Hufbeulen. Was? Sie hätten das Aussehen des Pferdes bemerkt. Der Geist eines wahren Detektivs muss kalt sein. Wir müssen die gesamte Verbrecherdatenbank überprüfen. Das ist definitiv Rapidash. Sie können nicht glauben, dass Rapidash mit Ross zusammen ist. Ich glaube, wir stehen vor einem großen Showdown. Ash, was ist mit deinem Team passiert? Ariel, hast du Pikachu gesehen? Da ist sie. Jetzt versteck dich. Ariel, du wirst die Tarnung auffliegen lassen. Wenn Beedrill recht hatte, sind sie gleich um die Ecke. Gerade noch rechtzeitig, Detective. Das ist die Komplizin. Was macht sie hier? Wow, ich würde nicht das Ziel sein wollen. Pikachu kann es kaum erwarten, sich zu rächen. Aber wir dürfen es nicht überstürzen. Das erfordert Trickserei. Rapidash scheint nichts zu merken. Was? Ein Apfel?
Du kannst ihn als Abschiedsessen betrachten. Das Team hat Pikachu noch nie in so einer Stimmung gesehen. Ein Schlag war also doch nicht genug. Aber Pikachu hat nicht die Absicht, sich zurückzuziehen. Rapidash hat jetzt ein bewegliches Ziel. Heute werden Feuer und Blitz aufeinanderprallen. Pikachu lädt den stärksten Blitzball auf. Rapidash schafft es, ihn zu blockieren. Pikachu ist bereit, das gehörnte Pokémon zu zähmen. Taho, Taho! Oh oh, das hätte Pikachu besser nicht getan. Rapidash nimmt eine extreme Ladung. Der Bienenstock wird seine Königin beschützen. Das ist Pech. Ich hoffe, du bist nicht allergisch gegen Bienen, sonst bekommst du Ärger. Das ist ein toller Hut. Rapidash ist im Moment nicht in der Stimmung für Witze. Ariel wird das Feuer-Pokémon im Handumdrehen abkühlen. Ja, ja, mehr Jungfrauen haben auch Superkräfte. Beedrill, vergiss nicht, deine Kolonie abzuholen. Es hat dich heute ziemlich schlimm erwischt, Rapidash. Das Team Ash hat heute einen Lauf. Stimmt's, Pikachu?